Die Pfarrkirche Peter und Paul in Mauren soll als Ganzes unter Denkmalschutz gestellt werden. Die Denkmalpflege hat dies dem Gemeinderat empfohlen. Dieser beschloss, einen Antrag an die Regierung zu stellen. Das Grundthema von dem Kirchenraum ist eigentlich ein österlicher Jubelraum. Über das Grundsätzliche möchte ich lediglich sagen, dass ich den ursprünglichen Kirchengrundriss wieder freigelegt habe. Ich habe die zwei Konchen, die zwei Nischen links und rechts von der Orgel wieder freigelegt und damit fürs Orgelspiel einen wunderschönen Echoraum geschaffen. Und da habe ich im zentralen, mehr als 2x2 Meter grossen Chorwandrelief habe ich versucht, das Thema aufzugreifen. Der große Kreis, der zudem eine Art wie eine Jubelform um einen linear angedeuteten Christus bildet. Die ganze Fläche von etwa 5 Quadratmeter ist gegliedert in 9 Quadrat. Und das Quadrat ist die Weltformel, weil 4 elementare Kräfte Materie und der Erscheinungswelt zusammenhalten. Und in dem Weltsymbol hängt das Kreuz siegreich in einer goldenen Tafel, den Tod überwunden durch einen Osterkranz, ähnlich wie es in einem kleinen Format, leider nicht immer zum Verständnis fallenden Leuten, in der Kapelle in Vaduz versucht haben, sichtbar zu machen. Ganz wertvolle historische Objekte habe ich versucht, in die Jubelkirche zu integrieren. Das wertvollste kunsthistorische Objekt ist der Pietà aus dem süddeutschen Raum, etwa aus der Zeit um 1470, hochwertvolle Arbeit, die sehr gut erhalten ist. Denn das zweite sehr wertvolle Objekt ist ein gekreuzigter, 1520, in einem exzellenten Erhaltungszustand. Am Abend schliesse ich gerne noch einmal die Kirche schliessen. Und dann hocke ich einfach still hinten und mache mir meine Gedanken, was mir passt, was mir nicht so passt. Aber es ist schön, weil da hinten ist eigentlich der einzige Ort, wo wirklich Ruhe hast. Von der Gestaltung her gefällt es mir darum, weil es eben hell ist, fühlst du dich nicht auch noch bedrückt von der Stimmung da hinten. Weil du kannst deine Last einfach hinten lassen, kannst sagen, schau, auch in der Kirche hinten gibt es schöne, helle Orte, wo du herhocken kannst.